In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Doppelpassaufgabe in FIFA 21 lösen kannst. Es wird immer wieder Aufgaben geben, bei denen du ein Tor nach einem Doppelpass erzielen musst. Aktuell musst du ein Tor nach einem Richtungsdoppelpass machen. Das Wort Richtung ist hier jedoch völlig egal. Ein Doppelpass machst du in FIFA laut Steuerung, indem du bei einem Pass L1 gedrückt hältst. Du siehst dann, dass der Spieler, der den Ball gespielt hat, direkt durchsprintet in Richtung gegnerisches Tor und sich so für einen Doppelpass anbietet. Um die Aufgabe zu schaffen, musst du den Ball jedoch nicht, wie bei einem normalen Doppelpass, zurückspielen. Du musst einfach nur einen Pass mit L1 drücken und dann mit dem Spieler, der den Ball bekommt, ein Tor erzielen. Du kannst auch einfach kurz vor dem Tor den Ball rüberlegen, wie du im Video siehst. Hauptsache, du spielst den Pass mit L1. Insgesamt also mal wieder eine verwirrende Aufgabe von EA. Wir hoffen, wir konnten dir mit dem Video helfen. Wenn du noch Fragen zu dieser oder auch zu anderen Aufgaben hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.